Ja, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Picus LP und wir hören wahrscheinlich den Johnny gerade im Hintergrund naschen. Ja, jedenfalls, wir sind hier wieder zurück bei LBB zusammen mit dem Pixel, der mal wieder eine Ausrede hat, warum er nicht aufnehmen kann. Willst du was dazu sagen? Ich hasse es, ich hasse einfach alles. Jedes Aufnehmprogramm, ich hasse es, weißt du, aber okay, nächstes Mal. Ja, jedenfalls wollen wir jetzt hier versuchen, da oben raufzukommen. Wir haben es schon geschafft, aber ich weiß nicht, ob es jetzt auf Anhieb geht, aber natürlich machen wir danach nochmal weiter, falls es nicht geht. So, einfach hier so und dann so. Und dann fahren. Genau so. Dann schicken wir aus. So, und schon sind wir hier oben drauf. Zack. Mit? Yay, aber ich bin nicht mitbekommen. Nein, wir werden gleich runtergekickt von dem Dach. Warum? Deswegen, ich muss runterspringen. Nein, da war so eine Zeit, die runtergezählt hat. So. Okay, jedenfalls zeigt man, dass es auf jeden Fall geht, dass man da oben raufkommt. Ja, falls ihr den Trick auch machen wollt, das ist ganz einfach. Ihr müsst. Ja. Ihr müsst einfach nur hier den so ein Van hierher fahren. Und den müsst ihr natürlich nicht so hinstellen, wie er jetzt gerade steht, weil der hat sich ja ein bisschen verschoben. Den müsst ihr am besten so hinstellen, dass er hinten so mit der hinteren Flanke hier so schön das Schild so fast berührt. So, und dann passt das. Daran merkt man einfach, ihr seid nur hobbylos, seid ihr in APB. Hier, ihr macht normal, nicht, ja. Ihr arbeitet nicht mehr richtig, ihr seid nur noch hier, für, um solche Sachen rauszufinden. Wir haben davor vernünftig gearbeitet, und zwar an dem 100-Abo-Special, können wir mal ganz kurz sagen. Und zwar wird da etwas ganz Besonderes mit dieser Waffe hier passieren. Alles klar. Es wird was ganz Besonderes mit dieser Waffe hier passieren. Also, falls ihr wissen wollt, was... auf jeden Fall reinschauen, denn wenn es draußen ist, das Abo-Special. Auf jeden Fall vorbeischauen. Ich verspreche, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich wirklich hart. Ja. Für mich zwar nicht so, aber für euch. Ich sag mal so, also mitmachen werde ich auch nicht, weil ist ja dann schon... Okay, ich werde nicht mitmachen. Okay, auf jeden Fall, bevor wir jetzt zu viel erzählen, die einen oder anderen können es wahrscheinlich eh schon ahnen, aber bevor wir jetzt noch weiter was erzählen, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Johnny, mach mal K, ne? Also, jawohl. Du siehst, also Johnny, ich muss ja sagen, du siehst heute hier mal richtig geil aus, muss ich mal sagen. Freizügig, ne? Freizügig. Ja, sehr, also... Dass ihr sofort freizügige Menschen als geil bezeichnet, ist ja echt schlimm. Ja, aber das Wetter ist angenehm hier in San Pedro. Dann kann man sich ja schon gönnen. So, wir fahren mal... Fein. Oh, ich glaube, wir gehen jetzt in die Luft, ey. Oh, das ist schlimm. Drei Weiber, natürlich fahren wir erstmal gegen die Telefonzelle gegen. Picos am Steuer ist ein Ungeheuer. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, in Computerspielen ist Fahren wesentlich schwieriger als in Wirklichkeit. Muss ich wirklich mal so sagen. Hm? Gut, in Wirklichkeit fährst du auch nicht mit 200 durch die Stadt, aber trotzdem. Auf jeden Fall, denkt dran, diese Waffe hier im 100-Abo-Special vorbeischauen, wenn es draußen ist. Wird wahrscheinlich diese Woche irgendwann kommen. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber diese Woche wahrscheinlich irgendwann. Also kommt ja am Montag die Folge, also diese Woche irgendwann. Was? Ja, es ist nächste Woche, weil Montag. Warum spielt ihr beide mit der Pumpgun? Ich nicht, warum spielt ihr mit der Übel? Weil wir jetzt, also ich wurde zu überredet, dass ich einfach eine Runde Pumpe spiele. Ja, Picus, brauch mal hier Abwechslung. Boah. Weil ich spiele nämlich die Ja, sicher, ja. Du musst auch direkt alles fertig, wa? Brumm, 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 brumm. So, aber jetzt macht's nicht sofort fertig. Wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass ein Auto Brumm macht? Also, dass man denkt, so ein Auto macht Brumm vom Sound her. Keine Ahnung, vielleicht brummt es ja der Motor. Aber es stimmt schon, wie macht man jetzt, wie würdest du ein Auto nachmachen jetzt, nur mit der Sprache? Ich will's hier jetzt nicht vormachen. Das können wir mal privat machen, aber. Aber mehr so ein oder? Als so ein Brumm. Aber wie würdest du das schreiben? So? Ich wollte Brumm schreiben. Ja, ich auch. Ich würde so ein R machen und ganz viele Äs. So Rä. 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 Oh, Digga, weg! Was machst du denn hier? Granaten werfen. Ja, der Pixel hat sich nämlich was Neues gegönnt. Mhm. Boah, ich hab ne Idee.
Schreibt mir mal in die Kommentare irgendwelche Orte oder macht eine Videoantwort oder sonst was für irgendwelche Orte, die ihr in APB kennt, die so ein bisschen versteckt sind, ein bisschen geheim sind. Zum Beispiel, wie man auf irgendwelche Dächer raufkommt oder sonst was, und dann machen wir das nach. Jo. Wechseln Sie sowieso mal zu Pumpgun, haben wir aufgedacht. Also, falls ihr Vorschläge habt, ab damit in die Kommentare. Pumpgun! Jetzt spielen wir alle drei Pumpe. Sehr, sehr lobenswert. Ja, warum denn nicht? Einer mit einer Sniper und dann. Dum, 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 dum. Ah, wir schaffen dann das. Dann pumpen wir den weg. Weißt du, was aber gut ist, was jetzt durch die ganzen Pumpen nicht geht? Mhm. Eine Überflutung ist jetzt unmöglich. Der war so witzig. Oh Mann. Guck mal, jetzt hier fehlt zum Beispiel irgendwie so Baseballschläger, womit man sich so ein bisschen wegkloppt oder sowas und wer dann als letztes auf dem Balken stehen bleibt oder sowas. Oder so auch so ein Hoppala. So ein Hoppala? Server. Weg da, ich will! Bügeln können, oder? Okay. So, was haben wir denn? Ein Tier und ein Bronze. Star und Star. Ist jetzt nicht so cool. Double Star haben wir als Gegner. Cool. Nee, ist nicht so cool. Cool. Das ist ja cool, ey. Pickles, hast du einen harten Schaden bekommen? Dash cool, weißt du? Ja, so medium. Dash so cool. Wir sind doch gefahren, Mann, das ist ein Tee, Mann. Mein Gott, ein Tee und ein Bronze. Ah, wie einfach. Das sagst du jetzt noch. Hat natürlich schon Johnny überfahren. Johnny schon. Das ist so geil gewesen. Du musst dir das in der Aufnahme mal angucken. Weißt du, der Wagen dreht sich so ein bisschen und du klatschst so volle Kerle einfach gegen diesen Holzbalken gegen. Du bist so richtig vom Holzbalken so weggewischt. So. Ah, schönes Ding. Der bringt sich schon selber um. Wir sind froh. Ja, der wollte mich nachmachen, aber war nicht so cool, um Teamkameraden umzubringen. Du musst jemand deine Ehre dabei behalten. Nicht springen, hör auf zu springen. Da ist der eine. Natürlich alle geiern jetzt darüber, nur für um ihn zu bekommen. Nein, gar nicht wahr. Geier. Da ist einer. Meiner. Meiner? Ich bin der Einzige, der hier noch lebt. Ich packe ihm die beiden Pakete ins Ziel, ne? Bekomme dann viel mehr Punkte als ihr für den Kill. Johnny, Mann. Ich habe schon einen Teamkill dazu bekommen. Oh mein Gott, ich habe dich auch gekillt. Ja, ihr seid so ich gut. Ich hab dich geteamkillt und du hast mich geteamkillt. Ja, ihr seid einfach gut. Das wird so eine langweilige Runde, weißt du? Ich habe Angst mit der Pumpe zu spielen, deswegen nehme ich mal lieber die Zweitwaffe raus. Die ist ein bisschen warum? Besser. Du sagst keine Angst haben, man muss. Damit zocken können. Okay, dann probiere ich Johnny, das. Johnny, einfach mal nicht, wie immer. Ja, das war aus Absicht, soll ich dich treffen? Komm. Warte, ich grad, ne? Komm her, da, eins, zwei. Ich kann einfach nicht Pumpe spielen. Ich bin einfach scheiße in Pumpe spielen. Ohne Witz. Ich meine, den Typen habe ich nur bekommen, weil der einfach so scheiße zum Treffen war. Du bist so ein hässlicher, weißt du? Du bist so richtig. So eine. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, komm, steck dir das in den Popo, ey. Für alle Leute, die zusehen. Eindeutig, guck mal hier, Johnny hier hat einen Teamkill gemacht, ja. Zwei. Ja, zwei. Nein, sogar. Ich war das. Und nicht. Er muss eindeutig gebannt werden. Ja. Habt ihr das? Ey, ich fürchte, wenn ich sowas wirklich Gott. Ernst meinen würde, würden wir sogar voll viele Leute mitmachen und dann würdest du wirklich gebannt werden. Ich glaube, das sind noch nicht so viele ernst wie genau wie Pickles oder Pixel-Themen sterben. Weißt du noch? Ja, genau, mach mal wieder in die Kommentare hier. Pixel-LP muss sterben oder Picos-LP muss sterben. Wer gewinnt von uns beiden? Also, wer Johnny muss von uns überleben. Beiden? Also, ich muss überleben, das ist die Hauptsache hier, ne? Oder nee, noch besser, pass mal auf. Ich schreib einfach unten rein, Picos, Pixel-LP arbeiten zusammen gegen Johnny. Nee, also, nein. Ist bestimmt möglich. Das ist viel zu lang. Ich hoffe es zumindestens. Nein, entweder Picos-LP muss sterben oder Pixel-LP muss sterben. Natürlich mit dem Hashtag davor, ganz wichtig mit dem Hashtag davor. Die Lappen kommen schon. Das ist immer noch. Feuerwerk! Oder Pixel und Picos müssen sterben. So, das war schon mal Nummer 2. Das Pixel-LP wird sterben. Wir drücken ihn die Daumen. Du wirst das schaffen, Pixel. So, ich bin der Einzige, der hier die ganzen Missionen macht. Mann. Ja, Mann. Ich
kriege einfach nichts ab. Der einzige Profi eigentlich hier. Eigentlich ist das so... Ja? Willst du wissen, was mir Fabian gerade geschrieben hat? Du kannst ja es ja mal laut vorlesen, ja. Okay, Analliebe plus Pikus gleich Pinusliebe. Ach, der ist doch wieder so ein reizender Charmeur. Pinusliebe? Was ist Pinusliebe? Ich schreibe ihn jetzt mal ganz vornehm. Nein! Du hast ihn bekommen. Mir mal Pinusliebe. Haha, XD. Oh nein, Mann. Genau wenn ich schreibe, werde ich getötet. Ich bin der Meinung, dass Ficus immer noch der Beste ist. Ficus? Ficus? Ja. Die Beste verarschen. Oder genau wie, Wechseln? Genau, okay. Wechsel-LP. Komm mit! Weg da! Für die ganzen YouPorn-Spanner ist Wechsel-LP die Nummer 1. Nee, nicht. Tschüss. Wechsel-LP, heute bei uns im Channel. Hallöchen, Wechsel-LP. Ja, grüß dich. Ey, was? Du hast gar nicht Dings, Syntox hinten angekündigt. Der ist ja natürlich auch im TS. Was? Ja, hallo, ich also bin ich hab was? Das hat sich. Oh, schön, das hat ganz so gut gepasst. Auf. Ich hab ihm das geschrieben, er hat mir geantwortet. Fabian, ich zitiere: Lappen. Pinusliebe gleich Picus und Anus. Das ist ein Anus im Kopf, ich schreib jetzt mal zu ihm: Das klingt. Der verlockt. Sehr amüsant. Analisant oder amüsant? Ich wurde gerade Pinusliebe angeflüstert. Ja. Von Eiserner Anzug, ja. Das ist Fabian, Und das wir sehen, er hat sich schon wieder einen neuen Channel gemacht, also einen neuen, weil klar, er die ganze Zeit am Hacken ist. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gleich hier den nächsten Namen, den ihr bannen könnt wegen Hacken. Eiserner Anzug, los, Band 10. Ja, Eiserner Anzug, einfach alle Band, der hackt sowieso. Das ist einfach Slash Report. Also, aber ich zeig's euch mal. Aber Slash man weiß Report. Ja nie. Eiserner Anzug. Vielleicht will er jetzt vernünftig spielen. Und Leute. Jetzt habt ihr's. Der. Ich muss mal den Weihnachtsmann. Also, ich hab jeden. Wenn das Pikus. Also, wenn das meine Mom wäre, ja. Dann, nein. Wer? Er schreibt gerade, ich bin Pikus Mom. Oh, Johnny, Mann! Ja. Und da muss er auch ernsthaft mal sagen, bei den Eltern geht's einfach zu weit, weil, ja, das ist... Das gehört nicht zum Deal dazu, sozusagen, weißt du? Wenn man sich untereinander halt irgendwie beleidigt oder sonst was, ist ja okay, aber wenn man Leute damit reinzieht, die damit gar nichts zu tun haben, dann ist es irgendwo auch zu viel. Ja. Da gebe ich die einzige Sage, die einzige Sage, ja. Die einzige Sache, wo das okay ist, dass man die Eltern von jemandem beleidigt, ist es, wenn man es unter Freunden in Späßen macht. Dann ist es okay. Zum Beispiel, wenn Pixel irgendwas Lustiges sagen würde und ich würde antworten, yo, deine Mutter, dann wäre das halt was, weißt du, wir kennen uns halt und deswegen ist es lustig. Ich würde das jetzt gar nicht Fabian machen. Hat mir einen Link geschickt. Fabian hat mir einen Link geschickt. www.xnxx.com/picuslp/analibe/anuspilmer/pilmer/poema/pilmer. Was geht mit dem ab, Mann? Ist der. Ich weiß es nicht. Der Typ ist generell so ein bisschen gestört. Aber ja, wir wissen ja, Hater sind die besten Fans, ne? Nein, er ist wirklich ein lustiger Kerl. Manchmal übertreibt er es, aber sonst ist er eigentlich lustig. Ey, übertreibt es öfters. Pikus, ich schreibe. Noch eine Minute, lass die jetzt mal rankommen, damit die das machen können. Dann können wir noch länger gegen die spielen, oder? Ach nee, komm, schnelle Mission, schnelles Fertig, schnelles Ziel. Ja, mal kurz was gucken. Ihr könnt es jetzt zwar nicht sehen, aber. Ah, so, okay. Angeblich immer noch nur eine Mission heute gewonnen, obwohl wir die ganze Zeit gewonnen haben. Aber APB aktualisiert ja alle 50 Stunden. Kennen wir ja schon. So. Oh, das gibt es doch nicht! Rage! Ey, was vorhin bin ich ja voll ausgerastet, als wir für die 100. Folge aufgenommen haben, aber das Video, was ich aufgenommen habe, nehmen wir letztendlich nicht, die eine, wo ich so ausgerastet bin, aber es war schon lustig eigentlich. Bin so voll am Ausflug, ich bin so mit meinem Stuhl so abgehoben im Zimmer. Voll am Ausrasten. Wir haben gewonnen.
Ja gut, das war jetzt irgendwie keine Überraschung. Ich würde sagen, ja, wir machen noch eine Runde, oder? Ja, das ist Pikus. Oh, okay. Also soll ich jetzt nochmal vorlesen, was er mir nochmal geflüstert hat? Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber er flüstert wirklich. Es ist jetzt kein Running Gag, kein Gag, gar nichts, weißt du? Oh, er flüstert. Ich lese vor. Pikus, deine Welt ist das Abflussrohr, runterrutschen bei APB, ablutschen und nie wieder Vegas fahren. Pikus, Pikus. Oh Mann. Digga. Okay. Weiß er eigentlich, dass man wegen solchen Beleidigungen und sowas ganz easy gebannt werden kann? Ich weiß nicht, es ist ja unangemessenes Verhalten, ne? Oh mein Gott, ich bin direkt hier an Wand anbringen. Das klingt nice. Weißt du, wenn Leute sich aufregen und schreiben, sag mal dick, dann ist es lustig, ja? wenn er das einfach so schreibt, dann ist es nur noch nervig. Ja, ja. Ich schreibe ihm mal, du wirst in der Aufnahme vorgelesen, ne? Ja, ist er nicht im TS drin? Vorgelesen. Oh, doch, der ist im TS drin, ne? Ja, siehst du? Ach, da, darum hat er ja diesen Spaß dabei. Okay, jetzt wird's anstrengender, Jungs. Guckt euch das Team an. Soll ich meine EOLG pullen? Jetzt wird es anstrengend. Oh, shit. Egal. Sind die ersten beiden eigentlich bei euch auch noch drin, dieser Bronze und der T, oder spielen wir nur gegen Silber? Nee, das ist Fehler bei dir. Okay. Okay, jetzt kommt... Natürlich, Pico fährt nicht jetzt ein Auto holen, er fährt nicht mit dem Krankenwagen hinterher. Jetzt kann... dreht das andere Auto holt. Jetzt kann Dings eigentlich schon die Aufnahme machen, wir verkacken total. So wird der Titel heißen. Boah, scheiße, ich verkacke gerade, Alter, ich habe 014, Mann. Immerhin, Bro, immerhin. Digga, ich bin gerade durchdrehen, Alter. Die CR5, die City Dark... Oh, ich bin explodiert. Voll in... Und weißt du, wegen wem ich explodiert bin? Wegen mir? Hm? Ich weiß gar nicht. Angeblich wegen Piran PL, aber ich habe das Gefühl, dass Pix ja auch ein paar Granaten geschmissen hat. Ich habe auch ein paar geschmissen. Mein Beileid, Bro. Fahr das Auto holen. Geht rein, Typen sind. Warum spielt der Typ bei mir, der Silber ist, nicht auf einem Bronze-Server? Wenn er schon die Gelegenheit hat. Und so. Boah, an wen ging der Kill? An dich. Oh, nee, okay. APB beenden, ich hab keinen Bock mehr. Wir müssen noch das andere Auto holen, warte mal. Komm, wir fahren einfach irgendwelche Autos hier rein, so. Abgegeben. Ich hab das Auto noch gerade so fucking gegeben, ich muss dann eigentlich weg und trotzdem mal schießen und dann bam. Ohne Witz, als ob ich den nicht gehabt hätte. Ohne Witz. Dann der weg kann auf nichts haben. Nichts. Hier sind keine Experimente mehr. Ja, ich muss mal wieder wechseln, das stimmt schon. Ich muss mal wieder wechseln. Wir sitzen in meinem Auto, oh Digga, man, hier direkt schon zwei Stück. So, jetzt muss ich mal eben hier irgendwo wechseln. Bäumchen, wechsel dich. Hey, Johnny, deine Welt ist das Abflussrohr, runterrutschen bei APB, ablutschen und nie wieder Vegas fahren. Johnny. Boah, das war ja sehr erfolgreich, also sehr kreativ. Es war das gleiche, was er zu dir gehört geschrieben hat. Ja, sehr kreativ, muss man mal so sagen. Ich habe kaum einen kreativeren Menschen getroffen als ihn. Also Fabian, das ist ja der absolute Wahnsinn. Du hörst es, deine Sprüche werden langweilig, einfach so nichts zu ändern. Dem, Spider-Man. Ich habe mich gerade so ein bisschen irgendwie wie Yoko gefühlt, aber irgendwie hat es sich wahrscheinlich nicht wie Yoko angehört. Ich habe keine Munition mehr, ey, scheiße. So, ich gammel hier immer so am Arsch der Welt rum, das stört euch ja nicht, oder? Wo bist du denn? Ja, doch meiner. Du hast ihn doch bekommen. Weg! Ja, ich hab's auch gerade bemerkt. Sind bei euch welche? Ey, kannst du mal Munitionskiste schnell machen, Pixel? Ja. Soll ich wen mitnehmen? Ja, uns beide. Der Retter in der Not. Boah, ich hätte Schaden bekommen. Gemacht. Wisst ihr, was komm, gönnt den euch. Ja. Schild reingefahren. Ich weiß nicht, wie der mich so schnell bekommen hat. Und das Schild ist voll auf die Fresse von einem und die klatscht. Weil ich bin ausgestiegen, wollte gerade schießen, bam, hatte ich Spinne. Johnny spielt direkt schon wieder 5-0. Glück, Bro, Glück. Beziehungsweise ich krieg den Penner grad nicht, ey. Ja, scheiße. Wir sind einfach so gut. Hinter uns. Der, wie viel hält der eigentlich aus, dieser verdammte Pisse?
Sorry, ich bin jetzt auch mal ein bisschen ausrasten, G. Das darf ich ja wohl auch mal sagen. Ich hab vergessen, ey, ich bin ja Bounty, Mann. Wie bitte? Ich bin Bounty und ich wundere mich, warum so viele Gegner gerade hier sind. Ach, so. Ach man, was wäre ich gerne Snickers. Snickers? Ja, wenn du Bounty bist. Ich hab ihn das jetzt gecheckt. Aber dieses Lachen war nicht so... Naja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt schon Lust auf einen Bounty. Bounty, ich mag Bounty, jetzt mal ohne Scheiß. Das Bounty ist ja so ein bisschen immer so eine Hassliebe, weil manche mögen das, manche nicht, aber irgendwie, ja. ich mag das. Ich finde das gut. Bounty ist lecker. Also falls ihr mir was zuschicken wollt, Bounty hier. Scheiße, ich wette, irgendwann wird's auf mich zurückkommen, krieg ich so eine fette Kiste Bounty geschickt. Das wäre schön, das ist ja toll. Aber ich habe nicht mal eine Adresse angegeben, also von daher GG. Viele Leute finden irgendwas schon immer heraus. Ja, das befürchte ich fast, aber nicht bei mir zum Glück. Nein, aber jetzt mal ohne Witz. Irgendwann geht der Fanliebe auch zu weit. Ich meine, bei mir ist es ja logischerweise noch nicht schlimm, zum Glück. Also ich weiß, wo du wohnst. Nicht wo direkt, aber welche Stadt. Ohne Witz, wie viel halten die aus? Wie viel? Ist ja was anderes, wenn ich dich jetzt fragen würde, oder ob ich jetzt ein Fan oder... Jetzt kommt hier Pikus, Liebe. Ich liebe Pikus. Ich bin auch so ein Fan, gell, aber... Ich würde es generell keinem, den ich nicht sowieso schon persönlich kenne, sagen, meine Adresse, so wo ich wohne. Würde ich auch nicht, aber das wäre was anderes, wenn ich dich fragen würde, in welcher Stadt oder in welchem so ungefähr... Ich meine, Stadt weiß eh schon jeder. Aber jetzt irgendwie, ich meine, in der Stadt gibt es halt schon einige Menschen und deswegen... Ja. In der Stadt bin ich in dem... OPGL und Osmar, Mann. Jetzt fangt man an. Jetzt holen wir auch mal noch meine Vibras. Ach, also die Runde ist recht nice zurzeit, ne? Ja, irgendwie treffe ich den nicht richtig. Ich hab keinen Spawnpunkt, gell? Ich auch nicht. Lol. Ich hab irgendwie schon Döpfpunkt. Ich wechsle mal ganz kurz auf die EO. Ja, das ist. Ah, da ist der jetzt. Yes. Ja! Hehe, ich hab ihn! Mann, immer so viele! Woher kommen die denn alle? Ich frag mich, ob seitdem ich LPB aufnehme, ob seitdem noch einige andere Leute auf YouTube dadurch inspiriert wurden und selber LPB aufnehmen. Könnte sein. Also einen habe ich hier schon mal. Pixel. Ey, Pixel, mach den mal. Was? Mein Pixel. Was ah, haben wir? 3,5 ist schon eine scheiß KW. Naja. Alles okay, Jungs. Ich krieg ihn. Nein, ich bin dran vorbei. Weg! Alter, wer? Ich wollte schon sagen hier. Mein Aiming war gerade so für den Arsch. Ich glaube, die reporten mich gleich. Warum? Weil ich so gut bin. Komm, jetzt mach ich nicht so einen. So reporten die dich dann. Ich weiß nicht, weil die mich mögen vielleicht. Meinst du, die wollen ein Interview? Ja. Pico, steig in meine Wagen ein. Ja, in meine Wagen, okay. In meine Wagen. Ey, mach den mal jetzt jemand hier weg, Mann. Oh oh. Ich hasse die Gefahr. Mann, ey, ich hasse es einfach mit Raketenwerfer als Gegner. Ah. Hat jemand Granaten von euch? Was? Ich nein. Ja, vielleicht gleich. Aber Bum. Jetzt nicht. Geht doch. Bumsti, bumsti. So macht man das dann. Oh Mann, ich schaffe es noch, ohne dabei zu sterben. Ich frage mich, ob wohl schon mal irgendwann einen Account, also einen YouTuber, der halt, sag ich mal, schon einige Abonnenten hat. Sprich, so ungefähr so, weiß nicht, sagen wir einfach mal so als Richtlinie 20.000 oder sowas. Ob irgendein YouTuber, der schon so viel hat, bei meinen Videos mal zugeschaut hat und das cool fand oder so. Das würde mich mal interessieren. Das fände ich cool, aber...
Ist wahrscheinlich, also ist nicht so wahrscheinlich halt, aber naja. So. Weg! Geh weg! Nein, immer nur hier Assist, ey. Hier Spacken. Ey, mach mal jetzt den Spawn, ihr freie Penner. Geh mal weg! Ich nehm einen, ey. Einfach los, ohne euch. Spider-Man, Spider-Man. Es ist nicht Peter an der Wäscheleine, sondern Spider-Man. Hey, Spider-Schwein. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Das ist der Spider-Schwein. Spider-Schwein. Was? War ich nicht. Meinst du, die Leute mögen das, wenn ich mehr Einsatz biete, so wie momentan, so, wo ich so richtig offen, so einfach so verrückt bin? Keine Ahnung, Bro, keine Ahnung. Ich bin sogar gerade so offen, dass das Fenster in meinem Zimmer offen ist. Das nenne ich mal Offenheit. Oh Gott. So. Jungs, so lange wird es auf mich hier ein bisschen heiß. Nee, kalt. Bin hier schon ganz im Ablenk. Also, einen habe ich. Wenn ich schon bitten darf. Ja, ich habe doch diese Kacke jetzt eingeladen. Der andere ist unten lang gelaufen. Warum machen wir eigentlich hier? Also, wir machen irgendwie nichts Sinnvolles, ne? Hier, so, aber ja, egal. Ich fahr mal einfach mal zum Johnny hier. Macht das, ich halte auf. Alles klar. Oh nein, nein, nein. Wo ist der? Ey, das gibt's doch nicht, der hat mich gezogen. Puh. Nein, Digga, nein. Ich spiel 14-4-2. Was ist los, Jungs? Ich spiel grad 7-4-7. Ey, pass auf, die wollen den Wagen da raus. Oh nein. Jetzt fahren die ganze Zeit weg, vertrauen mir. Sorry. Ich glaube, ganz weit können sie ja, also sie können ja nicht so schnell fahren, oder? Doch. Das ist ein Missionsauto. Oh, scheiße. Ich glaube schon. Hier, dicke Laster da, gell? Ja, ah, er kommt damit nicht hoch, er kommt damit nicht hoch, so lustig. Lach mir mal einen ab, ey. Jetzt müssen wir den in die Luft jagen, oder? Nee, er hat ihn schon in die Luft gejagt. Achso. Also müsst ihr ihn einnehmen und irgendwo verbarrikadieren, wo man nicht wegfahren kann, weil die haben Raketenwerfer und bestimmt Chaos-Surfer. Ja, einer Chaos-Surfer und Raketenwerfer, also bringt es nichts mit denen wegzufahren. Wir müssen den irgendwo wirklich verbarrikadieren. Verbarrikadieren. Wie die Iren. Was? Boah, das bremst mal. Lass mich fahren, Digga, lass mich fahren. Nein, ihr dürft nicht wegfahren. Vertraut mir doch, Mann. Verbarrikadiert den Wagen irgendwo. Der ist gleich weg. Bam. OPGL ist Geschichte. Hast du mitten auf der Straße? Könnte auch gefährlich sein. Bring ihn in eine Gasse oder so rein. Hier, wo ich bin. Und er ist kaputt. Das meinte ich, weißt du? Wo man den einfach kaputt und... Bleib stehen, Penner. Ah, das Ding wird weggefahren. Ja, was hab ich gesagt? Fikus hat keine Lust, mich mitzunehmen. Okay, ich lass dich jetzt einstellen. Ja, wir haben's. Das Ding können wir jetzt vergessen. Sie fahren jetzt, einer hat Raketenwerfer oben drauf mit Chaos-Surfer. Ach Quatsch, wir bekommen das Ding. Nicht so lange ich dabei bin. Guck mal, einfach 3000er Score, ey. Ist es dein Ernst gerade, Pixel? Ich sag gerade, wir bekommen das Ding und du so nicht so lange wie ich dabei bin. War das gerade dein Ernst? Ja. Das Auto, absichtlich. Der Hallerbug. Ich häng fest. Wir müssen den irgendwo in der Mitte drängen. Falls diesen türkischen Reisebus. Fahr doch einfach vernünftig, ey. Mach ich doch. Hol doch. Nee, mach ich doch. Können wir hier lang? Jo. Da ist ein Auto mit den
mit einem Schuss meinen Autoschuss bekommen. Meinem Newlander. Ja, okay, los. Die sind, die kommen uns entgegen wahrscheinlich. Ach, 100 Meter. Gib Gummi, ich werde, mein Freund. Ich kann nicht schneller. Ey, Jungs. Stop Speed hier. Jungs. Ich glaube, ich bin off. Oh. Pass auf. Wir sind Raketen-Nubi. Dann bist du... auf die Autobahn. Einer weniger. Mann. Fahr weiter. Nächsten Wochenende, ne, Jungs? Tschö. Ach, du gehst. Tschüss. Tschüss. Ja, in der Aufnahme. Eine wunderschöne gute Nacht natürlich und einen wunderschönen Montag wünsche ich dir auf Arbeit. Montag. Ach, Montag, das erweckt immer so eine schöne Erinnerung in mir. Oh Mann. Früh aufstehen, Arbeit ruft. Ist nicht Mann, so toll. Mein Auto brennt. Oh Mann. Dieses Real Life bockt nicht so. Los, fahr da hinterher. Ich verkürze vorne den Weg, dann können sie da nicht lang. Sie sind in der Mitte zwischen uns. Die halten an, warum weiß ich nicht. Ja, die wollen diesen einen mit da oben rauf haben. Was mal. Chill. Nein. Osma ist weg. Osma ist weg. Ich hab ihn runtergehauen. Gut. Erstmal Sirene anmachen, damit die wissen, ich muss da hinter denen her. Einmal bitte rechts ranfahren hier. Komm, ganz ehrlich, das ist Noob-Taktik, was ihr macht. Komm. Ja, Digga, anders gewinnen die nicht mehr. Oh mein Gott, der Penner. Wir müssen den irgendwie drehen. Oh Mann! Ich hasse sowas. Ich hasse so eine verdammt dreckigen Schweine hier, ey. Ohne Witz, schämt euch mal. Spielt mal vernünftig, ja? Ja, ganz ehrlich, das ist doch Pussy-Taktik hier, ey. Ich schub's hier mit Absicht noch weiter, weil mir das so auf den Sack geht. So eine Pussy-Taktik, ey. Naja. Nur weil ihr euch gegenseitig hier die Rosette streichelt, ey. Das ist hart. Mann, ey. Diese Rosettenpuppe. Da muss man mit einer Analpempel richtig schön rangehen und dann pum. Fresse, ey. Ja, durch das Pumpen, Mann. Den die Scheiße raussaugen und den dann in den Mund schieben. Nicht anders. Okay, ich würde sagen, mit dem Satz beenden wir jetzt die Folge. Und, Johnny, also bis dahin, Leute. Haut rein und ciao!